Hallöchen, ihr Wikinger-Freunde. Und ja, wir sind hier in England. Kürzlich angekommen. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Ja, Sesshaft werden heißt die aktuelle Quest. Und wir sollen erstmal mit Gunnar sprechen. Den suche ich jetzt gerade. Kein schlechter, wirklich nicht. Kann ich dir bei etwas helfen? Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut. Wie ich diese Tage vermisse. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter, das Splittern der Schilde. Ich würde dich bitten, uns zu begleiten, aber du bist der einzige Schmied. Zu wichtig für uns. Oh, keine Sorge. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Da fällt mir ein, ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Darauf wurden Mönchshütten der Sachsen verzeichnet. Natürlich. Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer und Beute sind. Nimm die Karte mit und nutze sie besser, als die sie genutzt haben. Okay, Kloster, alle Kester oder so ähnlich. Ort entdeckt, Maldeburn. Sigurd hat beschlossen, sich niederzulassen. Soweit waren wir schon. Okay, da können wir Schnellreise machen. Hier sind dann verschiedene. Okay, das sind wohl alles Klöster. Sehr schön. Hier ist, denke ich, das nächste. Übernimm die Führung des Langschiffs. Okay, da kann ich tatsächlich anscheinend noch mit dem Boot hinfahren. Plündere diesen Ort, sagt er. Inventar, gibt es hier was Neues? Nee, nicht wirklich, aber Fertigkeiten können wir noch verteilen. Mal gucken, was hatten wir denn da? Gifteffektivität und Giftschaden. Fleischangriffsschaden, finde ich gut. Antatschaden. Stärke 17, oder haben wir noch einen Baum freigeschaltet? Was? Klosteraufzüge, plündere schwer bewachte Orte, um an Truhen zu gelangen, die Vorräte und Rohmaterialien beinhalten. Beides wird benötigt, um Gebäude in der Siedlung zu errichten. Der Raubzug gilt als abgeschlossen, sobald alle Schatztruhen in der Nähe geplündert wurden. Okay. Die Ohren und hört zu. Zum Wohl unseres Clans sollten wir auf einen Raubzug gehen. Heute rauben wir, morgen bauen wir. Na endlich! Wir werden ihre christlichen Klöster ausnehmen wie fettes Federvieh. Die Sachsen wissen, dass wir hier sind, Dag. Sie werden ihre Klöster gut bewachen. Ach, mit Priestern und... Okay. Mit welchem soll ich denn anfangen? Vielleicht tatsächlich mit Alexandra. Ich sehe jetzt so nichts über die Schwierigkeit. Also mal gucken. Das Segel bleibt noch unten. Okay, mal so Segel setzen wir noch nicht. Wir können das Segel nicht setzen. Das Segel ist jetzt bereit. Segel hoch! Segel hoch! Da fahre ich jetzt in die richtige Richtung. Ich hoffe doch.
Dann machen wir uns den ersten Raubzug. Tut mir leid. Habe ich nicht gesehen. Das muss kurz warten. Sieg! Riesen! Was ist denn hier? Was hat er hier gerade was leuchten sehen? Oh, wohl doch nicht. Da, ein Priesterschatz. Ach, okay, da kann ich hingehen auf jeden Fall. Das war vielleicht das Ziel oder so. Wo sind sie denn? Ach so, sind die Schätze markiert, okay. Von hinten ist gemein. Ich will wieder nicht schießen, verdammt. Oh, verdammt, da muss ich aufpassen. Ist hier irgendwo Futter, Nahrung? Der hier ein bisschen stärker. Oh, lass mich, danke. Glaube ich. Mist, jetzt hat er mich doch erwischt. Ah! Selber schuld, das war echt dämlich. Mann. So ein Kack.
Eivor, sieh nur, ein Kloster. Ich bin bereit. Gib nur den Versuchen wir es nochmal. Lass mal ich mal. Was ihr nicht mitnimmt, wird angezündet! Ich habe einen Tentakel, ich bin nicht mehr. Komm schon wieder so ein Lebensenergieproblem gleich. Ja Jungs, da muss ich euch wohl machen lassen. Okay, die haut einfach nur ab. Oh, schön den Kopf aufbauen. Wenn ich schon mal hier bin. Mal gucken. Das ist eine der Truhen. Okay, Rechnung erworben. Sehr schön. In der Wasser in der Nix zurück. Ich glaube nicht, dass mir zu heiß. Los, ich brauche hier Hilfe. Was nichts. Wie sie sogar passende Musik, finde ich cool. Ne? Da ist die Ruhe. Sehr schön. Aufzug abgeschlossen. Trophäe erhalten, Randale. Viele Kniffe.
Das ist der Big Boss oder was? Ach Mist, falsche Taste! Mal ein bisschen Futter nehmen. Schnell zurück zum Schiff. Das mal wiederbeleben hier. Meinen Dank, Eivor. Gelbe Himbeeren. Okay. Erreiche Gunnars Schmiede in der Siedlung. Machen wir doch. Ich verstehe den nicht. Eivor, Eivor! Das war ein guter Tag und ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Fahren wir heim, um alles zu entladen. Bist du sicher, dass wir nicht irgendwo noch etwas Gold versteckt haben könnten? Mein Gefühl sagt mir nein. Und Eivor, wie viele hast du? Wie bitte? Dag, ich muss meine Leichen nicht zählen. Es waren einfach zu viele. Und das soll ich dir glauben, Wolfsmal? Ich habe 26 getötet. Unsinn. Als wir ankamen, waren es doch nur ein Dutzend. Nein, du hast sie verpasst. Die haben vom Wald aus angegriffen. Aha. Sehr schön. Klar. Also, ich wollte mich mal ein bisschen umgucken und schon läuft hier nicht. Verdammt, ey. So, ich gucke mich jetzt nicht mehr um, sonst fahre ich noch dreimal. gegen Land, oh Gott. Hier müssen wir an die Ruder. So, hier darf ich, glaube ich, anlegen. Auf in den Hafen! Wir machen. Okay, auf zur Gunnar. In Gunnars Schmiede verbesserst du deine Waffen und Ausrüstung und passt die an. Muss ich vielleicht mit Gunnar reden? Nee. Schmiedegebäude abgeschlossen. Diese Schmiede ist größer und heißer als meine alte bei uns in Formberg. Komm ich jederzeit besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen und Rüstungen. Ich komme, Gunnar. Ganz sicher. Die Siedlung aufbauen. Errichte Gebäude in Raffna Drop, um Zugang zu Diensten, Siedlern, Quests und mehr zu erhalten. Gehe dafür mit genügend Vorräten und Rohmaterial zu einem Schild.
Wenn deine Siedlung wächst, steigt auch ihre Bekanntheit und du schaltest weitere Bauformen frei. Rufe den Rahmen mit, um alle verfügbaren oder möglichen Dienste zu sehen. Okay. Machen wir das doch mal schnell. Was siehst du, alte Freundin? Ah, okay. Ja, ist ja ein bisschen was. Das ist echt einiges. Quatsch mal mit dir. Was macht ein Schmied so, Gunnar? Was tust du hier noch gleich? Komm einfach vorbei, wenn ich deine Waffen und Rüstung verbessern oder verziehen soll. Okay, war eigentlich auch eine doofe Frage. Was kannst du mir heute anbieten? Ausrüstung verbessern. Okay, Spartanierbogen. Neuer Rundplatz. Hier den Bogen kann ich verbessern, den Schild kann ich verbessern. Sehe jetzt der neue. Okay, jetzt noch nicht. Bin ich noch zu geizig für? Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Bis zum nächsten Treffen. So, erstmal Pfeil auffüllen. Sprich mit Sigurd. Ja, jetzt nicht später. Wenn ich dann wieder genug habe für den Heilgedöns. Also für so ein Heilpack. Sehr schön. Die Sachsen unterteilen ihre Königreiche in kleinere Gebiete, sogenannte... Eivor, hier drinnen. Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe, denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen oder deinen Gedanken nachsinnen. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Ich schlafe aber genauso gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein, aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Ställen. Okay. Dann mach dich mit dem Raum vertraut, dann gucken wir mal. Waffentrop-Rang ansehen. Lager, siehe unser neues Lager, das aus den, auf dem Rußhaufen geboren wurde, welchen die Söhne Ragnars hinterließen. Jetzt sieht es vielleicht noch etwas schäbig aus, aber mit etwas Mühe wird daraus bald ein Leuchtfeuer des Handels und der Kultur. Wir haben gerade Raum für die folgenden Angebote. Schmied, Bruderschaftshaus, Stall- und Vogelhaus. Handelsposten Kriegerlager. Sobald die Schmiede steht und läuft, würde ich empfehlen, das Bruderschaftshaus zu bauen. Da Heitam uns dabei helfen kann, Bündnisse in den Städten Englerlands zu schmieden. Brich mich an, wenn du weitere Fragen hast, Radvi. Okay. Was haben wir hier noch? Ein Bett wie dieses hatte ich nicht oft. Hier werde ich mich gut erholen. Okay. Und was haben wir hier noch? Ein Kästchen für Nachrichten und Gesuche. Nicht viel, aber mein eigen.
Griff Sigurd am Steil von Urdan. So heißt der Typ ja. Jetzt gerade muss ich erstmal nach Urdan. Ja, reite beim Eintreffen der Nachricht sofort los. Du kannst auf mich zählen, mein Freund. Der Pfad vor uns erleuchtet. Am Ende war... Wo reitet er hin? Verlässt uns Basim denn schon? Sigurd will auch bald weg. Ist das wahr? Die Söhne Ragnars haben ihr Lager im Norden aufgeschlagen. Wir sollten sie besuchen, um unsere Verbindung zu diesem Land zu stärken. Ist Basim dorthin unterwegs? Basims Ziele sind die seinen. Belass es dabei. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ich reite nach Legra Kestashir, in einer Stadt namens Cheopedun. Eivor, ich erwarte, dass du nachkommst, wenn du hier fertig bist. Ich komme gleich mit. Ich brauche nur ein Pferd. Noch nicht. Sprich erst mit Randvi. Sie hat mehr als nur eine Aufgabe für dich. Neben dem Aufbau der Siedlung müssen auch Bündnisse geschlossen werden. Wir können Englerland nicht mit so wenigen Freunden befrieden. Dann muss ich dir beistehen, Sigurd. Ich eigne mich besser für lange Reisen. Nein, Dag. Du gehörst hierhin, zu den Kriegern. Und du wirst Eivor Folge leisten. Pass auf dich auf, Bruder. Ich folge dir, sobald ich kann. Ja, und ich halte unsere Krieger in Form. Eivor Folge leisten? Will er mich auf die Probe stellen? Vielleicht. Sigurd ist ein weiser Mann. Eher befolge ich die Befehle einer Laus. Okay, 2 Fertigkeitspunkte, sehr schön. Eivor, mein Stall ist noch etwas leer, aber wenn du mir einen besseren bauen kannst, besorge ich dir die besten Pferde. Ein voller Stall wäre eine große Hilfe. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, das war also die Quest Sefte sesshaft werden. Schauen, was ich hier jetzt so tut. Was ist das denn für ein Symbol? Okay, das ist die Siedlung. Hier in der Umgebung ist jetzt erstmal weiter nichts. Also nicht so im direkten Umfeld zumindest. Muss man ja glatt überlegen, wo man hin will. Schwere Entscheidung. Aber das entscheidet sich, denke ich mal, nächstes Mal. Je nachdem, was Randvi für eine Aufgabe für uns hat. Und der Atlas. Ah, England. Ah, okay. Hier kann ich die Karte wechseln. Sehr schön. Fertigkeiten, wie sieht es denn hier aus? In die Richtung bin ich noch gar nicht. Fernkampf. Er scheint aber irgendwie so ein bisschen im Kreis zu laufen, glaube ich. Was haben wir denn hier? 1,7 Fähigkeitsschaden. Weg des Raben. Verleiht allen Ausrüstungsstücken, die zu Raben passen, einen Bonus. Okay. Sehr schön. Hier ist weiter nichts, aber was sind hier noch? Ach, ich habe noch 2 Fähigkeitspunkte. Plus 4 leichter Schaden ist auch gut. Aber ich dachte, ich komme jetzt von hier rüber, aber anscheinend nicht. Bis da unten, Schleichangriff. Fernkampfschaden ist gut. Da wird ja ein Ding nach dem anderen freigeschaltet, da weiß man gar nicht, wo man hin soll. So. Da gibt's anscheinend den Gau. Hier quatschen. Sag mir doch nochmal, was du hier machst.
Ich bin als Stallbursche mit der Hege und Pflege von Tieren vertraut. Komm zu mir, wenn du etwas für dein Pferd oder deinen Raben brauchst. Für den Augenblick kann ich nur wenig tun. Wenn du mir einen Stall baust, wäre das anders. Okay. Wie kommt es, dass du solch eine Verbindung zu Pferden hast, Huadan? Sie waren mir in der Jugend die besten Freunde. Ich war ein kränklicher, stotternder Junge und nur die Pferde lachten mich nie aus. Mit der Zeit begann ich, sie so zu verstehen, wie du Menschen verstehst. Ich höre ihnen zu, wenn sie sprechen und umgekehrt. Okay. Ich muss los. Bis bald. Alles Gute. So, jetzt war es das aber tatsächlich für die Runde. Oder kann ich den sogar bauen? Ich denke nicht. Oh doch, den kann ich noch bauen. Das mache ich dann noch. Dann und Vogelhaus bauen. Vielleicht war das jetzt ein bisschen voreilig. Könnte natürlich sein. Mal gucken, ob wir mein Pferd ausbilden. Lass mich deine Waren sehen. Zeig mir, was du anzubieten hast. Stall und Vogelhaus. Tierausbilder finden sich in der Nähe jeder großen Stadt. Bei ihnen kannst du Tiere kaufen und sie anpassen. Im Besitz. Ein Pommers. Ich habe... Okay. Ein Reitwolf. Wenn ich hier... Ja. Parzival. Wie viel Geld habe ich denn? 260 anscheinend. Und Gringolett. Aber wir sparen noch ein bisschen Geld. Würde ich mal sagen. Das war's also für heute? Ich will mein Können Pferd wir vielleicht aufbilden. Etwas üben? Aber natürlich. Tiere ausbilden. Du kannst dein Reittier ausbilden lassen, um neue Fähigkeiten freizuschalten und das Reiten zu verbessern. Okay. Alle Reittiere lernen das Schwimmen. Die Ausdauer all deiner Reittiere verbessert sich. Verbessert die Gesundheit deiner Tiere. Okay, dann weiß ich schon mal Bescheid, was es für Möglichkeiten es gibt. Wir sehen uns später. Das ist ein prächtiger Stein. So, das sollte jetzt aber tatsächlich gewesen sein für diese Runde. Bis bald, Eivor. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Bündniskarte und Bericht mit Randvi. Ich freue mich darauf und bedanke mich bei euch fürs Schauen. Gerne könnt ihr das Video natürlich auch kommentieren und liken. Bis dahin, bye bye.